Platz 5 nach wie vor Boris Cordes. Als 6 Joris Rüffert, also das ist ein sehr passables Ergebnis für den fliegenden Holländer. Ich glaube, ich sage das doch, das ist zwar fliegender Holländer. So, auf Platz 7 haben wir Manfred Schneider. Hat der jetzt auch seine Haube verloren? Ne, der hat die auch verloren. Der wird wohl irgendwo einen Unfall gebaut haben. Ist aber da schon weg gewesen, also lohnt sich jetzt nicht die ganze Zeit hier rumzuspulen. Auf Platz 8 haben wir Stefan Denecke. Und auf Platz 9 Frank Bauer, dessen Corvette etwas diffamiert aussieht. Nach wie vor. Oh, Martin Fuhrmann war in der Box. Dann schauen wir uns den jetzt einfach mal an. Marinus Rieder da jetzt schafft, reinzukommen. Würde mich nämlich jetzt mal brennend interessieren. Also Martin Fuhrmann kommt jetzt hier schon wieder auf die Geraden. Wobei. Ja, Martin Fuhrmann muss erstmal raus beschleunigen. Ich glaube sogar. Nee, das wird nichts mehr. Martin Fuhrmann wird hier jetzt die erste Position behaupten nach dem Boxenstopp. War nur mit 2 Minuten, 2 Sekunden, aber. Ja, ist, so wie ich ihn jetzt einschätze, wird er jetzt genug Sport für die letzte Viertelstunde jetzt noch aufgetankt haben, wenn er nicht noch genug gehabt hat. Und dann, ja, oi, oi, erschreckt mich nicht so. Und dann, ja. Okay, das war ein Chaos. Also ich hab schon Platz für Martin Fuhrmann. Das wäre nämlich jetzt sehr bitter gewesen. Und ja, sag mal, Martin Fuhrmann wird jetzt auch die weichen Reifen draufgezogen haben. Wenn er überhaupt einen Reifenwechsel gemacht hat. Und ja. Das spricht dann jetzt doch ziemlich für den Sieg von Martin. So, auf Platz 3 ist bestimmt Thomas Sutter. Ja. Ja, wir schauen uns jetzt mal Marinus Rieder an und den Abstand, wie der sich jetzt entwickelt zum Martin Fuhrmann. So, jetzt noch genau 15 Minuten zu fahren, entspricht ungefähr, ja, sagen wir 7 Runden, jetzt noch zum zurückzulegen sind. Ja, ich habe euch kurz mit den Bildern alleine gelassen, jetzt bin ich wieder da. Eieiei, das war jetzt ganz schön eng. Also das sieht so aus, als wird jetzt Marinus Rieder mit den Reifen kämpfen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er nochmal in die Box muss. Sein Vorsprung Thomas Sutter ist allerdings so groß, dass er eigentlich jetzt, naja, langsam fahren könnte, sag ich jetzt mal. Wofern er noch halbwegs genug Sprit dran hat.
Müsste das jetzt eigentlich sogar fast egal sein. Ob er jetzt sogar. Ja, pro Runde. Wollen wir mal kurz rechnen. Wir haben noch 13 Minuten. Der Vorsprung beträgt. Ja, wird gleich angezeigt. Der Vorsprung von Marinus auf Sutter betrennt genau. Das war so klar, dass das jetzt nicht angezeigt wird. Ja, ich wollte es eigentlich gar nicht wissen. Ja, also der Vorsprung von Rieder auf Sutter beträgt 32 Sekunden. Wir haben noch 12 Minuten. Das heißt grob überschlagen, dass er pro Minute ja, 3 Sekunden langsamer sein kann. Also pro Runde ungefähr 6 Sekunden langsamer sein kann. Also kann er schon wirklich arg schleichen, um immer noch die Position 2 zu halten. Gucken wir uns mal an, ja. Aus. So, Martin Fuhrmann hier. Ich bin ja kein Prophet, aber ich sag mal, der gewinnt das Ding hier heute. Kai Knebel hat sich, ich glaube, er hat sich auf die 4 vorgeschoben. Da war, glaube ich, vorher jemand anderes. Nee, das stimmt schon so. Boris Cordes, er ist jetzt hier sein erstes oder zweites Rennen, hat sich hier sehr gut eingelebt. Oh, ist hier Fünfter, was sehr passabel ist, sag ich mal. Dann haben wir Joris Schöpfert auf 6, ist glaube ich sein bestes Saisonergebnis in oder sein bestes SRC-Ergebnis gesamt, wenn er das halten kann. Der von Deniger hat jetzt wieder einen Platz verloren. Es war vorher ein 8er, ist jetzt ein 9er. Der nimmt Rieder anscheinend meinen Vorschlag an und fährt etwas langsamer. So, während jetzt hier die letzten 10 Minuten, die diesem anbrechen. Ja, auf Platz 1 Martin Fuhrmann, der jetzt nach 2 Stunden und 50 Minuten 77 Runden absolviert hat. Also ich wage jetzt mal sozusagen, dass sich an den Positionen jetzt nicht mehr allzu viel ändern wird. Wenn nicht gar... Oh! Immer strecken, wenn die da so etwas fahren. Eigentlich quasi gar nichts ändern wird. Mehr. Wenn jetzt keiner mehr denkt, die Leitplanke wäre schöner als die Strecke. Also insgesamt gestartet sind 16 Fahrzeuge, davon noch am Fahren sind 11. Das ist für ein 3-Stunden-Rennen eigentlich gar keine so schlechte Quote.
Arin, auch mein Respekt zollt, das sind hier die beiden Burschen, nämlich die von Chaos Racing, die beide eigentlich innerhalb der ersten halben Stunde ihr Rennen komplett versaut haben und einfach nur weiterfahren. Einfach aus Spaß an der Freude oder weil sie es gerne wollen. Also, das ist wirklich gut. Ja, hier sehen wir jetzt auf Platz 1 Martin Fuhrmann, während hier jetzt Marinus Rieder ankommt auf Platz 2. Das sieht so aus, als müsste der nicht mehr in die Box. Weil wenn du nochmal in die Box bist und das so lange herauszögert, bis deine Reifen komplett kaputt sind, dann wäre das ein bisschen subtil. Lage vor. Wir schauen uns mal an, Luther hier so fährt. Also hier der Abstand vom dritten auf den vierten Platz auch ziemlich gleichbleibend hier. Ja, gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen hier. Würde ich sagen, die Action ist raus, aber ich denke, viel ändern wird sich jetzt hier nicht mehr. So, auf Platz 2 nach wie vor Marinus Rieder. Leg mich jetzt fest, der kommt nicht mehr in die Box.
Schauen wir uns mal an, wo jetzt der Führer. Ist. Hat gerade noch Fragbau überholt. Warum? Entschuldigung. So, und derzeit entsprechend biegt jetzt Martin Fuhrmann auf seine vorletzte Runde ein. Also noch zwei Runden hinzufahren. Demnach wird es ein 83 Stunden, ein 83 Runden Rennen. Ist auf Platz 2, wissen wir ja mittlerweile. Thomas hat ja immer noch auf der 3. Kai Knebel weiterhin auf der 4. So, hier hat sich eigentlich positionstechnisch mehr viel getan. So, noch 30 Sekunden. Ja, jetzt vollendet Martin Fuhrmann jetzt die vorletzte Runde. Noch 25 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, das ist jetzt die letzte Runde vom großen Preis von Spa-Francorchamps. Wer kommt denn da in die Box? Michael will machen einen Boxenstopp, naja, das ist auf der Position auch egal. So, das Rennen ist, glaube ich, jetzt. Ich weiß nicht, wenn die Zeit abgelaufen ist, ob dann schon abgewunken wird. Allerdings sieht es ja aus, denn das sieht wohl eher nach Waldkirchen aus. Ja, okay, also das Rennen ist noch nicht abgewunken. Wobei jetzt allerdings die Platzierungen schon schlecht sind und jetzt geben wir einfach immer die Ehre und ja, gucken uns mal seine letzte Runde an. So, und Martin Fuhrmann biegt jetzt auf die Start- und Zielgerade ein und geht hier als Gewinner vom Platz, gewinnt den großen Preis von Spa, also Glückwunsch, ganz lupenreine Leistung war es jetzt nicht ganz, also er hat, einmal hat er in dieser rechts-links einen Dreher gehabt, aber sei es drum, er hat gewonnen und denke nicht unverdient.
So, auf jeden Fall mal Glückwunsch an ihn. Jetzt kommt hier Marinus Rieder und der wird Zweiter, na, der wird sich freuen. Das ist ja wirklich, also das ist wirklich gut. Der macht ja alle Stupe, also der macht jetzt richtig Gaudi. Auf Platz 3 finden wir Thomas Sutter. Ja, unauffälliges Rennen, hat halt so seine Runden gedreht, um aus Fehler zu machen, und dann kommt halt so ein dritter Platz mal bei rum. Auch sehr gute Leistung von ihm. So, Kai Knebel wird wohl dann jetzt hier auch jeden Moment die Linie überqueren. Ja, also bremst jetzt hier an für die letzte Kurve. Ah, hier die beiden SKS-Autos, also beide ohne Motorhaube im... Ne, Moment, geht ihm da der Sprit aus oder ist das jetzt hier Teamformation? Ne, das ist Teamformation. Ja, auch, also Glückwunsch an die beiden, bis durchkommen. So, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen eigentlich alle jetzt durch sein. Oder? Ja. Ja, wenn ich das jetzt nicht sehe. Ja. Ja, also, ja, das Rennen ist durch, sage ich jetzt mal so, gelinde. Und dann würde ich sagen, ja, hier, mache ich das wieder feiern. Ich nehme mal meine Interviewpartner. Wenn ich das gehen will. Ich mag ihn nur sehen. Klingt so abgekämpft. Ich habe noch nichts mehr. Ich glaube, 3 oder 4 Mal vollgefahren. Ich weiß es nicht mehr. Mir ist es auch egal. Ich habe Schmerzen überall im Körper. Ich kann nicht mehr. So, also hier sind wir jetzt im, ja, im TV-Channel. Glückwunsch an die drei, ja, an die drei ersten, zweiten und drittplatzierten. Ja, Martin, erstmal zu dir. Du bist Erster geworden. Hast du deine Leistung, sag ich mal? Du hast ja einmal den Dreher drin gehabt. Wie hast du dann reingesehen? Also, du deine Leistung war es erstmal gar nicht. Also, ja. immer ganz dezent die Wand gestreift im letzten Sektor. Ja, das irgendwie. Wurde das dann auch noch repariert, aus irgendwelchen Gründen. Ja, und ja, eigentlich bin ich ja total ohne Planung ins Rennen gegangen, sondern eigentlich mehr so just for fun dahin gefahren, weil war so den Reifen, mal den anderen Reifen, also zuerst mit Mittel, dann mal auf den Weichen gewechselt, ist zwar schön gewesen, aber unterm Strich war es, naja, eher unangebracht, aber ja, der Spaß an der Freude.
Das schnelle Fahren hat mehr Reiz als das, sage ich mal, das konventionelle. Ja, und dann ist mir dann nach der Jagd nach Peter Grau, sage ich mal, nach dem Überholen, 2, 3 Runden später, da war ich dann schon so ein bisschen in meiner Boxenstopp-Thematik vertieft und ja, dann habe ich einen Gang zu wenig runtergeschaltet, war wohl ein bisschen schnell und bin da wohl irgendwie ganz ungünstig in die Wand eingeschlagen. Ja, da war erstmal geil, alles ein Ja, bisschen also rot und alles ein hatten bisschen wir rot auch und im kaputt Team. und ja, und reparieren lassen habe ich das nicht mehr. Also, da hätte ich ja ewig gestanden. Also bin ich das Ding so weitergefahren und ja. Ja, unglücklicherweise musste ich doch nochmal 20 Liter nachtanken. Zum Schluss. Hat nicht mehr erreicht. Ja. Aber ja, das hat dann doch, ja, im Großen und Ganzen hat es erreicht. Und jetzt bin ich ganz schön kaputt. Also ich bin ganz schön fertig. Ich hab so Gratulation. ganz weiche Arme. Und natürlich auch, ja, Gratulation an den Marinos. Wer ist denn Dritter geworden eigentlich? Leider Thomas Manfred Sutter. Dennis Sutter, genau. Den haben wir noch nicht. Der Den haben wir Trainer muss doch. da. Nee, Glückwunsch, Thomas. Alter, sogar. Glückwunsch. Naja, danke, danke. Also, ja, von mir auf jeden Fall auch Glückwunsch an euch drei. Ja, Marinus, haben wir schon gesagt, du warst deutlich gehandicapt, aber hast trotzdem den zweiten Platz rausgeholt. Ja, wie war dann dann? Na gut, Qualifying, ja, habe ich mir eigentlich gar nicht so viel ausgerechnet. Ich habe dann ein Setup eigentlich vom Stefan bekommen, habe es ausprobiert, war überhaupt nicht zufrieden damit, habe dann ein bisschen mein eigenes Fahrzeug genommen von der alten Strecke, habe es dann umgebaut und wir haben im Qualifying, ich glaube, einen sechsten oder siebten Platz rausgeholt und im Start kam ich gut weg, aber hat dann einen kleinen Fehler drin, bin zurückgefallen auf Platz 9. Ja, hab dann versucht, in den Rhythmus zu kommen. Ich hatte ein volles Auto. Ich habe es mir fast vorne gedacht, dass da die vor mir fahrenden Fahrzeuge immer relativ leicht unterwegs waren im Vergleich zu mir. Konnte somit auch länger draußen bleiben. Hatte ein paar kleine Fehler drin. Musste das Auto, glaube ich, 3, 4 Mal in der Eau Rouge abfangen. Hatte dann auch mal eine Mauerberührung, die mir mein Auto etwas gelb lackierte im Frontbereich und an der Tür. Ja, kann passieren. Gut, im Ganzen, ja, meine Migräne hat immer mehr eingesetzt, zudem der suboptimale Platz hier zu arbeiten, sage ich immer, ja, mein Race-Seat fehlt mir, ich habe übelste Nackenschmerzen bekommen, ich habe auf der Geraden versucht, mich gerade aufzurichten, einen Boxenstopp aufzustehen und irgendwie die Schmerzen in den Griff zu bekommen. Ich war wirklich tränennahe, das muss ich wirklich sagen, am Schluss, ich bin sowas von glücklich und es hat Spaß gemacht, da vorne mitzufahren und am Schluss habe ich dann gedacht, ich müsste ein bisschen Sprit sparen. Ich habe mit meinem Teamkollegen im Funk gestanden und gesagt, boah, soll ich nur mal voll tanken am Schluss? Er gemeint, probier's. Und dann bin ich wirklich einige Runden auch hinter Martin, der ist knapp vor mir rausgekommen, wirklich immer nur bei 7000 Umdrehungen kalt geschaltet und versucht, Sprit zu sparen. Am Schluss hatte ich dann noch 10, 11 Liter, also es ist aufgegangen. Ja. Ich weiß nicht, Boxengasse, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich habe den Limiter erst gelöst, wo am Ende der langen Boxenausfahrt. Ich hoffe, das war richtig so. Nicht, dass ich da einen Nachteil hatte. Ja, und ja, im Guten und Ganzen bin ich zufrieden. Es geht nochmal ein Dank an alle, die mich unterstützt haben und die an mich geglaubt haben. War ein tolles Rennen, obwohl dieses Chaos im Vorfeld bedingt doch wohl unsere Fahrzeuge gegeben war. Danke auch nochmal an Stefan, dass er uns die Porsche zur Verfügung gestellt hat. War auch ein Top-Team-Ergebnis. Und ja, ich habe am Schluss den Tom immer näher kommen sehen, aber wie gesagt, meine Reifen waren unten. Ich bin ja wirklich mittel gefahren und jedes Mal einen vollen Tank. Ich musste da am Schluss ein bisschen haushalten und ich bin ja auch einige Runden im Spritsparmodus gefahren. Ich habe mir gedacht, mehr als Platz 2 ist nicht drin. Ich wäre auch mit 3 zufrieden gewesen, aber im Guten und Ganzen macht mich das sehr glücklich. Dankeschön. Ja, also auf jeden Fall nochmal Glückwunsch an dich. Und auch Glückwunsch jetzt an unseren Drittplatzierten Thomas Sutter. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, du bist ein relativ unauffälliges Rennen gefahren, hast dafür immer schön konstant deine Runden gedreht und bist dafür im dritten Platz belohnt worden. Was sagst du dazu so? Aha, soll ich dazu sagen? Ja, war mal ein Wunder, obwohl ich ja ganz alleine mal gefahren bin. Ja, ich bin am Anfang mit Weiche gefahren,
Die restlichen Stints mit Null und dann zum Schluss nochmal weich. Ja. Ja, zwei Dreher hatte ich auch drin, aber naja, hat ja gut geklappt. Habe ich nicht gedacht, von 17 auf 3. 17 auf 3, ja, so, ja, respektable Leistung, ist ja irre, Mensch, Thomas, alter Schwede. Ja, ich auch nicht mit dir rechnet. Ich hab bloß mal den Abstand zu dir da gesehen, 17 Sekunden für etliche Runden, ich mir gedacht, was ist denn mit ihm nicht in Ordnung, was ist da los? Ja, boah, ich bin total kaputt. Ach, hat man noch. Ja, Bei also wie gesagt, nochmal Langstrecke ist. Glückwunsch an euch drei hier auf unsere Podiumskandidaten. So, jetzt haben wir noch einen weiteren Interviewpartner, und zwar den Peter Grau. Hallo. Ja, hallo Peter. Was war denn bei dir los? Ja, was war bei mir los? Das Rennen lief eigentlich einwandfrei. Immer schön die mittleren von oben nach unten gefahren. Meist mit so gut wie vollem Tank. Hatte das eigentlich ausgerechnet vom Verbrauch her, das passte auch. Ja, und dann stand der Henning beim letzten Boxenstopp. Ich kam in Führung gegen rein. War vollkommen klar, dass ich danach hätte durchfahren können. Also hatte die 100 Liter schon eingestellt. Bin vorher zweimal 90 gefahren und da waren immer noch genug von den Reifen übrig. Wohlgemerkt die mittleren. Ja, und Martin hatte ja auch noch den Feger kurz davor, dass er da eingeschlagen ist und das Auto konnte eigentlich nicht mehr in Ordnung sein. Trotzdem erstmal Glückwunsch zum Sieg. Auch an P2 und P3, an Marinus, vor allen Dingen an Marinus und an Thomas Sutt. Geiles Rennen, was er da gemacht hat. Ja, und auf jeden Fall. Wie gesagt, Dankeschön, Dankeschön. stand Marinus da Oder mitten auf dem Platz, also kein Platz mehr für mich. Er hat es auch nicht angemeldet. Kann man jetzt sehen, wie man will. Wir waren asynchron beim Boxenstopp. Das heißt also, er hätte niemals da sein dürfen, wo er war. Ich hab ihm auch nicht gesagt, dass ich reingefahren bin oder dass ich jetzt reinkomme. Aber ich sag mal, in der Situation, wo der Teamkollege in Führung liegt, bin ich halt der Meinung, sollte man sowas schon anmelden. Vor allen Dingen, wenn man dann zu einem Zeitpunkt reinkommt, der halt eben nicht mehr asynchron ist. Okay. Ja, okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ich habe erst gedacht, du hättest irgendwie einfach beim Boxenstopp einen Disconnect Nee, gehabt. die Standzeit war dann 2,5 Minuten inklusive Henning und ja, da habe ich dann gedacht, okay, das macht dann jetzt auch keinen Sinn mehr, jedenfalls nicht wirklich, weil mein Rennen war damit definitiv kaputt und der Sieg war dahin. Auch das Podium wäre dahin gewesen, also hätte ich keine Chance mehr gehabt, da auch nur annähernd noch einzugreifen. Und okay, dafür habe ich mir dann gesagt, okay, dann lässt es jetzt auch. Ja, okay, dann würde ich sagen, hätten wir dann jetzt jeden interviewt, den wir interviewen wollten. Und dann müssten wir jetzt noch jemand sagen, wie ich den Stream ausschalte. Lass doch laufen. Ich lass einfach laufen, mit Ja, leerer Alarme genau. hier ein bisschen. Genau, irgendwann hört er auf. Irgendwann ist voll. So wie bei so einer Videokamera, irgendwann ist die Ja, Kassette zu weil Ende. ich könnte das zwar jetzt einfach ausschalten, aber ich habe Angst, dass der das dann nicht speichert, weißt du? So, Nein, im Osterland. der speichert automatisch. Er muss ja keinen Kopf machen. Also du haftest jetzt. Ich schalte ihn Nein, jetzt ich aus. hafte nicht. Eltern haften nicht für ihre Kinder. ja, ich. Das war nicht das, was ich wollte. Ja, also das war jetzt unser Rennen. Ich Der ist aus. hoffe, es hat Spaß gemacht und ja. Supi. ja. Ne, der ist noch nicht aus. ich jetzt hier einfach auf Exit gehen? Ich habe Angst. Nein, du musst den Stream anhalten. Du hast neben dem RAD-Viewer hast du noch ein anderes Tool. Da kannst du oben übers Menü den Stream starten oder stoppen. Achso, das war dieses in Ja, der Lounge, genau, gell? das ist das. Dieses X-Split oder was? XSplit, genau. Ja, das geht jetzt noch. Scheiße. Ja, falls ihr noch den Stream guckt, moin.
Ja, ich denke, wir sind immer noch online. Ja, wir sind immer noch online. Carsten, wie waren denn so deine letzten 3 Tage? Ja, also, was haben wir denn heute für einen Tag? Jetzt Samstag als gestern? Nein, wir haben schon Sonntag. Aber irgendwann wird die Uhr jetzt noch zurückgedreht, glaube ich. Okay. Ja, ich sag einfach mal Donnerstag. Donnerstag habe ich eine Deutschklausur geschrieben und danach war meine Hand nicht mehr benutzbar. Ja, das war eigentlich alles, was ich am Donnerstag gemacht habe. Am Freitag habe ich oh, eigentlich gar nichts gemacht. Habe ich wirklich gar nichts gemacht. Also wirklich überhaupt nichts. Und am Samstag, also gestern, war ich an der Nordschleife. Und hab Fotos gemacht und war da Gestern mit so ein war, paar glaube ich, Kumpels. Opening VLN, ne? Ja, also Testen Einstellfaden. Ja. Da schon so schön, wo dann so fast keine Streckenposten da rumdümpeln. Wenn man da weiß, wo man, durch welche Zäune man da ruht. Ach ne, Scheiße, wir sind ja noch auf dem Stream. ja, ich heb mich das für nachher auf. Also das war jetzt der Hinweis an alle VRN-Streckenposten auf der Nürburgring-Nordschleife. Aufpassen, wenn der Carsten kommt, weil der sucht sich den Weg durch den Zaun. Ja, fast. Also. Ja. Lad doch mal schneller, du verdammtes X-Split-Mühlen-Ding. Ich habe jetzt gerade keine Zusagen, sonst würde ich den Spuk beenden. Ah, ja. Okay, jetzt. Ja. Ja, das er lockt sich gerade in dem X-Split ein. Die wollen mich jetzt verarschen. Jetzt muss der noch, jetzt macht er so ein gezwungenes Update, das nochmal so groß ist. Also du bist immer noch online. Ja. Och, das ist doch scheiße. Aber wenigstens geht das mal schneller als der andere Download da. Ja, ich werde mich dann auch mal ganz kurz verabschieden in den oberen Channel und werde die Jungs noch ein bisschen Ja, mach nerven. das, Carsten, ich ich hoffe, schaff das hier schon. du kommst gleich nach. Ja, mach ich. Ja, wunderbar. Ja, bis gleich. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, falls ihr denn noch vorhanden seid, ich habe keine Ahnung, was ich erzählen soll. Würde mich nur interessieren, wie ich jetzt diesen Stream auskriege. Ja, erzähl mal einen Witz. Also, geht so ein Jogger durch den Wald, also joggt so ein Jogger durch den Wald. Und wie die halt so sind, rotzt er dann halt so mal richtig herzhaft auf dem Boden. So ein richtig fetter Grüner liegt dann so mitten auf dem Boden. Kommt eine halbe Stunde später so ein altes Ehepaar vorbei. Sagt der Mann, guck mal, da liegt eine Brosche. Frau. Nee, hebt das auf und sagt, guck mal, das ist so eine Kette.
Ah, war der gut? Oder nicht? Das Niveau sinkt ins Minus Unendliche. Halt, wenn der da jetzt hier soll mal klappen. Ja, das. Ja, schön. Ja, jawohl, er ist da. Nochmal eingeben. Ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr ja mal einen Ententanz machen oder so. Thank you.